Hallo ihr Lieben, wir haben euch ja versprochen, jetzt haben wir beide gleichzeitig Touch. Oh geil, euch mal live den Beauty Blender zu zeigen, einen von den sechs. dazu haben wir einen hier schon mal in Wasser eingelegt. Und eingelegt ist immer besser. Eingelegt ist super. Und wie man sieht, ist er nicht wirklich viel größer geworden. Also, naja. Wir hatten die Hoffnung, ja auf jeden Fall. Ja. Wir hatten die Hoffnung, er geht noch ein bisschen auf, die Dichte verringert sich noch ein bisschen, dass er einfach ein bisschen weicher wird, weil er schon relativ fest ist. Aber ich muss sagen, durch das Wasser ist er schon eine ganze Ecke weicher geworden und ich bin echt gespannt, was er gleich mit meiner Haut anstellt. Gut ausdrücken, ja, ne? Ja. So. Nicht den Lappi. Nicht den Lappi. So, also. Ich habe hier von Flormar die Nummer 106 Classic Ivory Perfect Coverage Foundation. Das Ding an dieser Foundation ist, die passt schon zu meinem Hautton, aber die ist total zickig. Also ich kann die auch nur mit dem, ich habe so ein flaches, ovales Latex-Schwämmchen. Mit dem werde ich mit dem Zeug einigermaßen fertig. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, was der kleine SpongeBob hier damit anstellt. Der ist auch noch gelb. Ja. Er muss SpongeBob heißen, das geht gar nicht anders. Ja, mal gucken, wie er mit diesem Gegner fertig wird. Ich bin gespannt. So, ich mache jetzt nur eine Gesichtshälfte. Die andere machen wir gleich mal so mit Pfoten oder so. Ja. Wie viel nimmt man dann? Ach nee, ich mach das am besten auf der Hand. Ne? Ja. Guck mal so, zack. Das ist auch relativ ergiebig, das Zeug, musst du mal schauen. Und dann soll man, glaube ich, tupfen. Ja. Sieht man das? Ja, ich denke schon. Ich kann ja gleich noch ein Stück an die Kamera gehen. Ein bisschen zu mir. Ja. Ich nehme mal die größere Fläche. Ne? Mhm. Dann sitzen wir morgen noch hier. Bei meiner Nase vor allem. Tupf. Nehmen wir erstmal für die großen Flächen. Also er fühlt sich auf jeden Fall total nett an. Es ist ja gerade super komisches Wetter in Deutschland. Es ist irgendwie schwül und gewitterig und so weiter und so fort. Und da ist so ein kleiner nasser Schwamm im Gesicht. Ist da ganz angenehm, muss ich sagen. Kann ich morgen früh mit einem nassen Schwamm wecken? Das wäre in der Tat übertrieben. Doch, das fühlt sich ja schon nett an. Jetzt nehmen wir mal hier Ecke. Also ich glaube, mit der Spitze kommt man noch gut in die Ecken, oder? Mhm. Benimmt er sich so? Die Augenringe kriegen wir mit dem Make-up jetzt halt nicht weg. Ne? Concealer nehmen oder mehr Schlaf oder so. Mehr Schlaf. Ich bin für mehr Schlaf. Ich bin immer für mehr Schlaf. Sie hat aber auch sehr durchsichtige Haut. Also. Ja. Nicht krass. Definitiv. Ja, an den Augen, meine Güte. Man sieht jedes Äderchen auf jeden Fall. So. Aber. Ja. Halt mal an. Was sagst du? Doch. Ja, hat funktioniert. Doch, das ist glaube ich schon cool. Mach mal. So. Sagst du? Also man sieht auf jeden Fall einen richtigen Unterschied zur anderen Gesichtshälfte. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, was du mit den Pfoten machst. Herr Markus möchte irgendwas von uns. Hallo. Was denn? Filmt ihr gerade? Ja. Na dann los. So. Sandras Finger sind aber auch sehr angenehm. Also ich finde die könnte aber nicht für 1,95 kaufen. Ich hab's versucht. Guck mal hoch da. Guck so hoch. Also was man jetzt schon sieht mit dem Finger, ist definitiv, dass wesentlich mehr Produkt ist und du glänzt wesentlich mehr. Ja. Weil ich jetzt ganz viel Produkt drauf machen musste,
Und jetzt kleinst du. Also es ist echt ja. nicht eingearbeitet. Sieht ja. man das in der Kamera? Also ich finde schon, dass man hier... Ja. Also das Licht kommt auch verstärkt von da, aber es fühlt sich auch anders an. Aber es glänzt auch viel mehr, ne? Ja. Ja, weil es also hier, Masse ist. Hier ist echt schön matt und ist auch abgedeckt. Auch hier so leichte Sommersprossen und sowas sind mhm. abgedeckt und schön verblendet. Und auf der anderen Seite ist total der Glanz. Ja. Krass. Und wenn wir da jetzt nochmal drüber gehen. Ja. Mhm. Geht das auch? Nachhinein. Also nicht. Aber der fühlt sich so schön an gerade, weil es nicht so warm ist und dieser kühle kleine Schwamm. Der kann echt was. Also es ist definitiv eingearbeiteter. Ja. Wir haben jetzt natürlich nicht den Original zum Vergleich, aber ich werde den Original, denke ich mal, irgendwie bestellen. Dann seht ihr davon noch ein Vergleichsvideo. Aber auch hier viel schöner. Ich mache sich Pinsel mit. Doch. Fühlt sich auch gleich wieder ganz anders an. Ja, ist schon cool, ja. das Ding. Das kann was. Das definitiv. Kann was. Das kann also, definitiv wenn ihr es noch seht, kaufen. Wie gesagt, ich werde den Original Beauty Blender mal bestellen, denke ich mal, und mal so ein Vergleichsvideo auch noch machen. Aber ich würde jetzt schon sagen, also im Gegensatz zu so einem normalen Schwämmchen, ja. zu so einem normalen Latex-Schwämmchen oder so einem Kram, ist das besser. Was allerdings bei einem normalen Beauty Blender ist und hier nicht, der ist nicht latexfrei. Also, aber da wir alle keine Männer mit Latexallergie sind. Also ich habe eine Latexallergie, ernsthaft jetzt. Und bei mir, ja, ich als auch Latexmodell, ich habe eine Latexallergie, ist total super. Aber ich kriege jetzt noch keine Pusteln auf der Hand oder sowas. Geht es bei dir so schnell? Mhm. Okay. Also der Latexanteil ist anscheinend auch so gering, ja. dass selbst Allergiker damit jetzt keine Riesenprobleme kriegen. Was ja schon mal gut zu wissen ist. Ich hätte da gar nichts zu sagen können. Ich bin ja ein komplett allergiefreier Mensch. Aber also wenn man sonst mit einem Pinsel so aufträgt, ist das echt ungewohnt hier mit so einem nassen Ding. Hm. Also was halt anscheinend wirklich passiert ist, ist das Finish verändert sich völlig. Ja, total. Das Finish verändert sich total. Also auch selbst wenn man es mit dem Finger... mit den Fingern aufgetragen und dann nochmal mit diesem kleinen nassen SpongeBob darüber. Also es fühlt sich auf der Haut auch viel verteilter an. Also man hat das Gefühl, es zieht viel mehr ein. Das ja. ist echt krass. Das ist echt krass. Auf der Hand sieht man das auch so ein bisschen. Mhm. Es ist jetzt echt verblendet, obwohl ich braun bin und das Make-up für mich viel zu hell. Ja. Sehr, sehr cool. Also definitiv erstmal Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Nach dem ersten kurzen Testen. Ja. Wer weiß nicht. Wir waschen den gleich mal. Und melden uns dann, glaube ich, ganz kurz wieder, ja. ob er auch sauber geworden ist. Jetzt haben wir sie gewaschen. Und sie gehen gut sauber. Ja. Ne? Sie bluten nur ein bisschen gelb aus. Also vielleicht vor dem ersten Benutzen waschen. Aber hier ist nichts ausgefranselt. Also selbst diese feine Spitze steht noch. Ja. Und ich habe mich jetzt auch damit geschminkt. Aber mit dem Creme Rouge von MAC. Mit dem Creme Make-up von MAC. Und mit dem Creme Blush aus der Creme Rouge, jetzt kann ich sagen. Mit dem Creme Rouge aus der, wie heißt die? Ready for Boarding. Super. Ja. Und ich habe wirklich so tupf, tupf und das Creme Rouge so, oh, das war ein bisschen viel. Also ja. der gibt echt alles ab und dann muss ich hier so verblenden. Also im Endeffekt spart er einem Geld, weil er, da, also die Benutzung dieses kleinen SpongeBob führt einfach dazu, dass man unendlich viel weniger Produkt braucht. Ja. Also das, was auf dem Schwamm ist, kriegt man wahnsinnig gut verteilt, was man mit den Fingern ums Verrecken nicht hinkriegen würde. Und mit dem Pinsel auch nicht. Ja. Also im Pinsel bleibt so viel hängen. Was ja, sonst schminke ich mich ja mit dem Stinktierpinsel. Mhm. Und da bleibt halt viel drin, was aber auch eigentlich der Sinn so eines Stinktierpinsels ist. Ja, Puder müssen wir noch ausprobieren, aber jetzt sind sie nass. Aber ich glaube, das ist auch Puder, machst du mit dem Pinsel drüber. Ja. Ich bin echt eingearbeitet. Also, ja. sie sieht jetzt auch nicht geschminkt aus. Das ist total krass. Und das ist eigentlich ein Make-up, was einen schnell mehlig, teigig aussehen lässt. Das ist wirklich, das Make-up ist eine Zicke. Das ist einfach so. Und was ich auch eben beim Geschminktwerden mitbekommen habe, diese kleine Spitze, die ist, obwohl sie, wie man ja sieht, wirklich, wirklich weich ist, ist die unglaublich präzise. Ja. Ja. Also, kommst wirklich in die kleinsten Augenwinkel mit rein und
Was auch, glaube ich, ganz toll ist, wenn man irgendwie einen Abend weg ist, sein Make-up oder irgendwie sowas Cremiges dabei hat und roten Lippenstift trägt, der ausfranst. Tipp, genau. Und dann kann man nämlich schön mit der Spitze hier einmal längs gehen. Und dadurch, dass der sich so gut auswaschen lässt, ist es auch nicht schlimm. Auch Lippenstift dann. Ja, ich habe jetzt auch wirklich... Ich hab ihn noch, also, ja, aber er lässt sich halt so gut auswaschen, dass selbst... Creme Rouge und Lippenstift werden sich jetzt nicht so viel geben in Sachen Verfärbung. Also ist echt rausgegangen. Und es ist wirklich rausgegangen. Wir haben jetzt den Pinsel Phoenix einfach benutzt von Cosmetic Cosmo und super. Ich habe zu Hause so eine Flasche Shampoo stehen, die ich nicht mehr brauche. Volumenshampoo, da sind ja auch nicht viele Pflegestoffe drin. Damit werde ich den jetzt regelmäßig waschen. Und wie gesagt, einziges Manko war, vor dem ersten Benutzen wirklich einmal gib ihm den ordentlich auswaschen, weil er so ein ganz klitzekleines bisschen, wie sagtest du? Gelb ausgeblutet ist, ja. Aber ansonsten verliebt, oder? Verliebt. SpongeBob, Ole. Wir sind in SpongeBob verliebt. Wir sollten ihn in den Augen malen. Und die waschen sich ab. Weil er sich so gut auswaschen lässt.